Ist eine Kontaktsperre nach einer Trennung für dich sinnvoll oder solltest du darauf verzichten? Darum geht es in diesem Video mit mehr als 10 Konsequenzen, die ich dir aufzählen möchte. Hier alles aufgeschrieben, die du kennen solltest. Konsequenzen, die eine Kontaktsperre einfach hat. Vorab, es ist immer total individuell, ob es sinnvoll ist oder nicht. Es hängt wirklich immer von der Einzelsituation ab. Deswegen, das sind eher pauschale Tipps. Ich versuche dir trotzdem zu helfen. Wenn du es wirklich ganz, ganz genau wissen möchtest, ob für dich eine Kontaktsperre nach einer Trennung, gerade im Sinne einer Rückeroberung, sinnvoll wäre, dann mach den Test für den Ausschicken mit zu. Dann bekommst du von mir persönlich ein Video, in dem ich auch deinen Namen aufzähle, in dem ich auch deine Situation mir anschaue und dir meine Einschätzung gebe, ob das für dich sinnvoll ist oder nicht. Mach es wird dir sehr weiterhelfen. Ansonsten jetzt diese Tipps. Also die Konsequenz ist Nummer 1, ist, dass eine Kontaktsperre nach einer Trennung unter bestimmten Umständen tatsächlich Vermissen auslösen kann. Das ist natürlich absolut unvorhersehbar, ja. Aber wenn es so ist, dass da noch Gefühle waren, als ihr euch getrennt habt, und dann kommt eine Kontaktsperre, ist natürlich auch sehr wahrscheinlich so, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin dich vermissen wird. Wenn es so ist, dass du zu anhänglich warst in der Beziehung und das hat die Beziehung auch kaputt gemacht und auf einmal arbeitest du eben mit einer Kontaktsperre oder ich würde dabei immer abraten, mit einer 30-tägigen pauschalen Kontaktsperre zu arbeiten, die auch noch absolut ist. Arbeite einfach nur mit einem reduzierten Kontakt. Gib einfach nur den Anreiz, dass du nicht mehr hinterher rennst. Das reicht schon vollkommen aus. Aber auch in diesen Fällen kann es tatsächlich passieren, dass wenn der Ex-Partner, die Ex-Partnerin merkt, dass du nicht mehr in diesem Muster der Anhänglichkeit bist, dass tatsächlich ein Vermissen ausgelöst wird. Ansonsten, gerade wenn du verlassen wirst, das ist wie ein Befreiungsschlag für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin, ist es eher unwahrscheinlich, dass hier eine Kontaktsperre oder Vermissen irgendetwas bewirken wird. Also, der nächste Punkt ist, dass eine Kontaktsperre dir ermöglicht, durch deinen Schmerz zu gehen. Wir alle haben Ängste, die mit einer Trennung einhergehen. Verlustangst, Angst vor Einsamkeit, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst vor Abweisung. Und eine Trennung ist immer eine Bindungserfahrung, die auch gekoppelt ist mit diesen Ängsten, je nach der Referenz, die wir in der Kindheit als eine Erfahrung gemacht haben. Das heißt, wenn du in deiner Kindheit bestimmte Bindungserfahrungen gemacht hast mit der größten Liebe deines Lebens, nämlich der zu deiner Mutter oder der zu deinem Vater, das ist nämlich die erste Liebe, die wir überhaupt spüren und fühlen, entstehen Muster, die sich dann meistens in Trennungssituationen, die wir in der Zukunft machen, bestätigen. Und das ist oft gekoppelt an Ängsten. Das heißt, wenn du in eine Kontaktsperre gehst, setzt du dich meistens bewusst diesen Ängsten aus. Und das kann natürlich ein unglaublicher Motivator zur Heilung sein. Gerade wenn es darum geht, die Kontaktsperre eben durchzuhalten, um mit diesem Durchhalten tiefer in die Ängste reinzuwachsen und sie genau dort zu heilen, wo sie ihre Quelle haben, nämlich meistens in der Kindheit. Aber vor allem geht es darum, dass du durch aktives Durchlaufen deiner Ängste erst imstande bist, sie zu heilen und sie zu lösen. Und das ist halt die große Chance bei einer Kontaktsperre, auch bei einem reduzierten Kontakt, was ich meistens empfehle. Eine harte Kontaktsperre sollte man wirklich nur aufsetzen, wenn der Gegenüber richtig toxisch ist, dich nicht gut behandelt und du einfach nur noch ein Spielball bist. Ansonsten reicht der reduzierte Kontakt. Also wenn der Gegenüber eh nicht reagiert, so was braucht man dann eine Kontaktsperre? So, also es ist auch sehr situativ. So, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar, du kannst etwas daraus lernen, aus deiner gesamten Trennungssituation. Und erst dieser Abstand, dieser Kontaktabbruch gibt auch den Zoom-Out, den man benötigt, um eben diese Lernfaktoren, sage ich mal, zu sichten. Zum Beispiel das Bewusstsein auf eine neue Ebene zu bringen im Sinne von, ah, da habe ich einen Fehler gemacht, ah, das hätte ich nicht sagen sollen, ah, da habe ich mich falsch verhalten, das kann ich verändern. Und dann eben auch daran zu lernen, daran zu wachsen. Und da kann der Kontaktsperre sehr gut helfen, weil man eben nochmal diesen Abstand oder diese Entfernung hat.
Ebenso kannst du schädliche Muster loswerden. Vielleicht warst du in der Beziehung ja auch irgendwo toxisch, hast Fehler gemacht oder hast dich falsch verhalten und warst einfach nicht fair in deinem Umgang. Dann hilft dir eine Kontaktsperre, genau das nochmal bewusster wahrzunehmen und auch zu sehen und diese Muster aufzulösen. Auch Muster wie Anhänglichkeit, Eifersucht, Hinterherin, alles das wird auch durch Aufbau einer Kontaktsperre getriggert. Wobei ich auch hier immer rate, in den meisten Situationen ist es echt so, dass ein reduzierter Kontakt gebraucht wird. Also in ganz vielen meiner Coachings arbeite ich zu einem sehr großen Teil tatsächlich mit dem reduzierten Kontakt und die Kontaktsperre kommt nur sehr, sehr selten vor, nur in bestimmten Ausnahmesituationen. Und die Ergebnisse zeigen deutlich, dass das tatsächlich die beste Möglichkeit ist, weil Kontakt eben doch noch ein sehr wichtiger Bestand der gesamten Rückeroberungsstrategie ist. Also Kontakt entscheidet über ganz viel am Ende. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, mindestens genauso wichtig wie der Punkt Weiterentwicklung. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Du kannst herausfinden, ob die Trennung tatsächlich besser war oder nicht. Ja, also gerade jetzt, wenn der Kontakt abebbt und du bist dann noch unsicher, Rückeroberung nicht, wie geht es mir jetzt damit, kannst du halt im Inneren für dich einfach eine Referenzerfahrung machen durch den Kontaktentzug, wie es mit dir ganz alleine jetzt ist und dann einfach erfahren, ist es jetzt besser oder war es vorher besser. So, das braucht natürlich Zeit, aber da kann eine Kontaktsperre auch nochmal ganz gut unterstützen. Ebenso kannst du deinen Liebeskummer reduzieren, vielleicht nicht mit Aufbau einer Kontaktsperre, aber gerade nach einer längeren Zeit ist es tatsächlich so, dass wir uns schneller mit dem Schmerz, dem Verlust und der Situation abfinden können. Also wir gehen einmal so richtig durch diesen Kessel durch leiden einmal richtig, aber danach geht es uns besser, als wenn wir eben immer in Kontakt bleiben. Wir wollen eigentlich aus der ganzen Nummer raus und über Jahre hinweg zieht uns dieser Kontakt immer wieder in diese alten Liebeskummerstrukturen zurück. Auch da kann man den Liebeskummer im Laufe der Zeit überwinden, aber es braucht tatsächlich länger durch Kontakt. Ohne Kontakt geht es langfristig schneller, ist dafür aber auch erst einmal schmerzhafter. So, der nächste Punkt. Durch eine Kontaktsperre hast du die Möglichkeit, dich mal wieder alleine zu fühlen. Was ganz wichtig ist, wie fühlst du dich denn, wenn du alleine bist? Fühlst du dich da glücklich oder hast du die ganze Zeit das Gefühl, es nicht auszuhalten? Gerade nach langen Beziehungen ist es ganz oft so, dass wir so in dieser Beziehungsgewohnheit drin sind, dass es uns fast schwerfällt, fast unmöglich ist, alleine zu sein. Und durch die Kontaktsperre hast du eben die Möglichkeit, hier zu gucken, okay, so fühle ich mich jetzt alleine, fühle mich gerade nicht glücklich. Was brauche ich denn jetzt, damit ich mich wieder glücklich fühle? Und dann kannst du genau diese Dinge, auch einfach eine Liste, suchen, ausprobieren, testen und da wieder in ein höheres Lebensglück auch als Single kommen. Und das kann tatsächlich eine Beziehungsqualität langfristig sehr anheben, weil du eine stärkere Unabhängigkeit hast und eben Abhängigkeiten, so auch emotionale Abhängigkeiten, schneller gelöst werden. So, der nächste Punkt, das Leben 2.0. Gerade nach Trennungen, auch im Sinne einer Rückeroberung, aber auch wenn man über eine Trennung hinwegkommen möchte, es ist sehr sinnvoll, das Ganze als eine Challenge zu sehen, noch mehr aus sich rauszuholen. Also du kannst da richtig so einen Motor aktivieren, um Vollgas zu geben, diesen Leidensdruck nutzen, um vorwärts zu kommen, einen richtig guten Antrieb zu haben. Funktioniert auf jeden Fall hervorragend und du brauchst natürlich so eine gewisse Isolation, um diesen Trennungsschmerz, diesen Leidensdruck ein bisschen am Laufen zu halten. Und das Durchhalten einer Kontaktsperre kann dir halt so einen Leidensdruck bescheren, dass du ein Ventil brauchst. Und das Ventil ist Version 2.0. Das heißt, gerade nach Trennung können wir Entwicklungsprozesse machen, die wir sonst einfach nicht haben. Also viele machen nach Trennungen die größten Entwicklungen und stürzen sich ins Leben und verändern dies und das und schauen, was da nicht funktioniert hat, um eben auch mit diesem Leidensdruck fertig zu werden, aber auch eine Lösung zu finden für vielleicht sogar die Trennungsursachen, wo man selbst bei sich Defizite sieht und Veränderung möchte. So, der nächste Punkt ist natürlich, du kannst wieder
Zukunftspläne für dich schmieden, die darauf optimiert sind, wenn du ein Single bist. Also du hast den Ex oder die Ex nicht mehr die ganze Zeit um dich herum im Kopf und dadurch diese Trigger, ich nenne sie mal Trigger der Zweisamkeit. Du bist halt wirklich sehr auf dich fokussiert und das erlaubt dir eben auch da für dich zu planen. Ist nur ein kleiner Punkt, aber fließt eben mit ein. Ebenso lernst du durch diesen Entzug mit dem Gefühl von Vermissen umzugehen, gerade wenn du eine Rückeroberung möchtest und sehr in der Anhänglichkeit bist, ohne dass du diesen Leidensdruck kompensierst, indem der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurückkommt, sondern du kompensierst, indem du dieses Gefühl, das du da hast, diesen Leidensdruck alleine meisterst. Und das ist natürlich eine Prüfung, eine Herausforderung, aber auch gleichzeitig ein starkes Potenzial für Wachstum. Gerade wenn du in einer toxischen Beziehung warst, du hast gerade toxischen Liebeskummer und du suchst da eine Möglichkeit rauszukommen, kann dir das extrem weiterhelfen, Abhängigkeiten zu sichten, Abhängigkeiten aufzulösen und dich unabhängiger zu machen. Ebenso eine Kontaktsperre, gerade auch wieder nach toxischen Beziehungen, ist ein klares Signal, lieber jetzt als nie. Gab es diesen Spruch, lieber ein schreckliches Ende als ein Schrecken ohne Ende. Und durch Aufbau einer Kontaktsperre bist du natürlich erstmal in diesem Moment des Schreckens, aber langfristig gesehen wirst du immer mehr merken, dass es nachlässt und dass es gut war, also je nach Situation für dich. Und kannst eben diesen harten Cut setzen für einen Neuanfang und dafür, dass es dir besser geht. Ebenso, der nächste Punkt. Jeder hat die Möglichkeit, erst einmal zu sich zu finden. Ist nicht in allen Situationen sinnvoll, nach Trennungen, wo man vergessen möchte, ja, bei Rückeroberung ist es manchmal gut, den Kontakt noch zu halten und bei sich zu bleiben. Nach Streits macht es tatsächlich Sinn, erstmal in so eine kleine Kontaktsperre zu gehen, je nach Situation. Und da hast du auch die Möglichkeit, eben dann erstmal zu reflektieren, warum ist das passiert, zu dir selbst zu finden und aus dem, was du da findest, zurückzugehen in die Rückeroberung mit dem Wissen, was du gefunden hast, sprich, was du willst. So, ebenso hast du die Möglichkeit, auch Neues auszuprobieren, denn tatsächlich ist es so, dass viele aus einer Beziehung kommen, in der sie sich eingeengt und erdrückt gefühlt haben, gerade wenn das Gegenüber eifersüchtig ist. Und dann ist man wie so ein Käfig und die Trennung ist dann ein Ausbruch, das ist dann eine Befreiung. Und gerade jetzt mit Aufbau einer Kontaktsperre entsteht auch diese Vorfreude, so ein bisschen wieder Neues auszuprobieren. Eben auch, um vielleicht, das ist wieder ein anderer, aus einem anderen Hergang heraus, um vielleicht einfach auszutesten, was tut mir jetzt gerade gut nach dieser Trennung, was brauche ich jetzt? Und da hast du eben auch diesen Freiraum, mental diesen Freiraum, für dich das alles auszutesten, ohne eine Einschränkung, die eben mit einer Beziehung einhergeht. So, du kannst Selbstliebe lernen, definitiv, also eine Kontaktsperre ist gerade nach toxischen Beziehungen die größte Herausforderung, weil dieser toxische Liebeskummer, der da kommen kann, sehr intensiv ist und wir lernen nur uns zu lieben, wenn wir uns an der Grenze zur Nichtliebe bewegen, an den Teilen in uns, wo wir uns nicht lieben. Und solange wir in dieser Komfortzone der Selbstliebe sind, ohne da anzuecken, wo wir quasi uns nicht lieben, kommen wir nicht vorwärts. Unsere Selbstliebe wächst nicht. Also so kurz in den Spiegel schauen, mal lachen, hey, ich finde mich toll, reicht nicht aus. Du musst den Schmerz fühlen, du musst die Angst fühlen, du musst da durchgehen und du musst dann, wenn du da durchgehst, in genau diesem Moment das lieben, was du da fühlst. Und das fällt uns ja unglaublich schwer und das lernen wir nur, indem wir da durchgehen. Und die Kontaktsperre setzt uns nun einmal unseren Ängsten aus und den Teilen, in denen wir uns nicht lieben. Also sie spiegelt das eben sehr schön, eine Trennung, je nach Situation natürlich. Ne? Ebenso eine gesunde Veränderung, jetzt wird es gemacht. Wenn es so war, dass du immer Angst hattest, Nein zu sagen, dich durchzusetzen, dich zu behaupten, es ist ganz oft so, du musst deinem Unterbewusstsein beibringen, dass du stark bist und auch Nein sagen kannst. Und eine Kontaktsperre ist ein unglaublich gutes Mittel,
denn sie hilft dir in deiner Selbstwahrnehmung sozusagen zu zeigen und zu beweisen, dass du es kannst und dass du es auch durchstehen kannst und dass du es durchziehen kannst. Und das wird für spätere Beziehungen ganz wichtig sein. Dann wirst du nämlich immer mit dieser Attitude reingehen, okay, wenn etwas nicht gut ist, wenn etwas nicht gesund ist, wenn etwas mir nicht gut tut, dann kann ich auch Nein sagen. Und darin schulde ich die Kontaktsperre, gerade wenn du anhänglich warst, versucht hast, alles richtig zu machen, immer versucht hast, dem Gegenüber alles gerecht zu machen, ist die Kontaktsperre hier ein sehr gutes Mittel, um da vorwärts zu kommen. So, ebenso kannst du durch eine Kontaktsperre eine kluge Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die tatsächlich insofern sinnvoll ist, dass sie dir dabei hilft, zu wissen, was jetzt als nächstes passiert. Möchtest du eine Rückeroberung? Möchtest du den Ex oder die Ex vergessen? Möchtest du eine Freundschaft? Hier gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Und da sind halt keine Grenzen gesetzt. Und die Kontaktsperre hilft dir eben hier, Klarheit zu finden. Meistens reicht auch eine kurze Kontaktsperre mit einer Komplettauszeit, je nach Situation. So, das sind erstmal die wichtigsten Konsequenzen. Ganz entscheidend ist, dass du verstehst, dass eine Kontaktsperre immer etwas ist, das du mit viel Bedacht wählen solltest. Geh nicht blindlings in eine Kontaktsperre, wenn du eine Rückeroberung möchtest. Denn Rückeroberungen sind nicht durch pauschale Strategien zu lösen, sondern immer durch individuelle Ansätze. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen sehr guten Kontakt derzeit habt, ihr versteht euch super trotz Trennung und ihr seid im Streit auseinandergegangen, habt euch einfach gefetzt so und beide wollten das einfach nicht, dann wäre es jetzt schlecht, mit einer Kontaktsperre zu arbeiten. Es wäre viel besser, da nochmal aufeinander zuzugehen und die Streitursachen zu reflektieren und gemeinsam daran zu wachsen. Ja, und wenn es so ist, dass du dich toxisch verhalten hast und der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin muss es sich deswegen von dir trennen, liebt dich aber noch, dann bleib in Kontakt und ändere diese toxischen Verhaltensmuster. Erst dadurch kannst du wieder Vertrauen aufbauen. Und das sind alles so ganz viele Kleinigkeiten, die dort eben mit reinfließen. Für dich ist es also ganz wichtig, wirklich situativ zu arbeiten. Ich empfehle deswegen auch den Test zu machen, der unterhalb von diesem Video zu finden ist, denn er wird dich an die Hand nehmen und ich schaue mir persönlich dann deine Situation an und beurteile dann für dich nach meiner Einschätzung, ob das in deiner Situation sinnvoll wäre, mit einer Kontaktsperre zu arbeiten oder eben nicht. Und da hast du nochmal einen viel stärkeren Input, der auch wirklich situativ ist. Ich hoffe trotzdem, dass du bei diesem Video gute Sachen mitnehmen konntest, ich denke schon. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib auch etwas in die Kommentarfunktion rein. Ich beantworte dort jede Frage. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt oder auch ein Like. Und dann bis später. Ciao.